Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Na dann, wohin führt mich mein Herz? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Eine weitere Kernherausforderung haben wir abgeschlossen. Wir sind, naja, in Bagdad, nicht direkt, aber vor Bagdad. Jetzt muss ich mal eben schauen. Finde das Bruderschaftshaus? Ist das jetzt, Moment, einmal die Welt. Historische okay, das ist eine historische Stätte und das andere ist dann unsere Quest. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir erstmal aufsteigen und zu dieser historischen... Das ist eine historische Stätte? Okay, womit man anscheinend nicht wirklich was machen kann. Steig mal eben ab. Kann ich hier irgendwie... ja, kann ich... Die Gründung Bagdads. Kodex wurde aktualisiert. Ah, okay. Okay. Damit kann ich nicht schneller reiten. Straße folgen kann ich machen, habe ich gerade... Ah ja, steht hier unten drin. Okay. Die erste Folge, in der wir jetzt wirklich freier sind. So richtig frei in dem Sinne. Mal schauen, wie viel Scheiße wir jetzt hier bauen werden. So, die Frage ist jetzt nur... Nee, finde das Bruderschaftshaus? Okay, dann ist das doch keine Frage. Das ist einfach nur, dass wir uns hier ein bisschen umschauen können, nehme ich mal an. Da ist ein Esel... Oha. Warum sollen wir uns umschauen, wenn sowas dann hier auf dem Weg liegt? Ja, da hinten ist aber noch irgendetwas. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie so ein Wolfskopf oder sowas. Hey, hat Jamal? Hey, hat Jamal schon bezahlt? Er schuldete auch was. 33 Meter. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. Geh erstmal hin. Handelsplatzkodex. Aufsteigen. Und... Ach, der zeigt wahrscheinlich irgendeinen Händler oder sowas an. Ah, okay. Verstehe. Gut, das läuft mir doch nicht immer voll in das Kamel rein. Habt ihr keine Augen im Kopf? Ihr seht doch, dass ich hier schnurstracks gerade ausreite. Schlimm. Das war bei The Witcher war das auch oft so. Eine Teilfertigung. Ja, ja, ja. Das zeigt mir hier Sachen in der Umgebung an. Findet das Bruderschaftshaus. Ja, ich würde ihn gerne... Ah, jetzt siehst du, Sadiki? Gepanzerte Gegner. Schneiderei. Schmiede. Und wo ist das Bruderschaftshaus? Ich bin noch ein bisschen überfordert mit den Symbolen jetzt gerade, ehrlich gesagt. Klar, das ist alles ähnlich wie bei den anderen Teilen. Also da hinten der Pfeil, denke ich mir mal, das werde ich sein, ne? Ich guck mal eben nach. Ja, genau, das bin ich auf dem Kamel. Aber keine Ahnung, wie der mir jetzt was anzeigen will. Ich finde das Bruderschaftshaus.
Weil das wird doch hier immer dann kleiner und dann wieder größer und... Ah, hier. Okay. Muss man sich erstmal mit zurechtfinden. Na gut. Nicht den Kopf anstoßen. Oh, was haben wir denn da? Ist das ein Aussichtspunkt? Einmal weg da. Moment. Ich muss mal kurz gucken. Hier muss ich doch irgendwie hochkommen. Hier hoch? Na, da offenbar nicht. Du mich auf. Der war jetzt hier über mir, ne? Der Punkt. Nee, Moment, da hinten ist der Turm. Geh mal da hoch. So. Und da kann man zumindest springen. Kann ich hier auch hochklettern? Okay. So. So geht's auch. Nein, ich will nicht da rein, ich will nach oben. Die Frage ist, komme ich von hier aus jetzt noch weiter nach oben hoch? Also, war das schon automatisch. Nee, links, da ist noch was. Kommst du so hoch? Ja. Da, links. Ja. Sehr schön. Und synchronisieren. Ha! Das müssen wir mal eben meinen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Panik habe, weil ich weiß ja bei Odysseus oder wo war das? Da, aber auch bei Valhalla, da ist der ja gerne schon mal eingefroren und alles war kaputt, wenn ich hier irgendwas synchronisiert hatte. Wie war das nochmal? Hier rein? Inventar, schnell speichern. Oh, ich könnte schnell speichern, wenn der mir nicht 1000 Sachen anzeigen würde, die ich gerade in dem Moment jetzt nicht gebrauchen könnte. So, kann ich von hier aus runterspringen? Sieht so aus. Wir glauben dran. Okay. Mein Reittier wird wahrscheinlich sowieso nachkommen, nehme ich mal an. Deswegen werden wir jetzt den Rest zu Fuß machen. Hey, Kumpels. Ich habe mich lange genug aufgehalten. Roshan und Fulad erwarten mich sicher schon im Bruderschaftshaus. Ja, wenn du mal da reingehen würdest. So. Das ist also ein Bruderschaftshaus der Verborgenen. Ich hätte eine Hütte erwartet. Einige sind das auch. Andere sind mit Gold verbrämt. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Nicht dazu, wo Ali sich befinden könnte, aber Nur stand in Kontakt zu jemandem namens Beshi. Ich kenne diesen Namen, einer von Alis engsten Verbündeten in der Rebellengruppe. Er arbeitet am oberen Hafen. Sieh nach, ob er dort ist. Womöglich kann er uns etwas über Alis Verschwinden erzählen. Hier habe ich etwas. Wie es scheint, hat Nur diesen ganzen Bezirk aufgezeichnet und das Manufakturgebiet im Norden markiert. Was gibt es dort? Anhänger der Rebellen. Wenn Nur aus irgendeinem Grund dort war, sollten wir dem nachgehen. Verstanden. Das ist keine heiße Spur, doch immerhin ein Anfang. Fulad und ich werden sehen, was wir noch herausfinden können. Sei vorsichtig. Neuer Fall. Nachforschungen öffnen. Würde ich gerne, darf ich gerade nicht. 50 Darahim wurden deinem Inventar hinzugefügt. Das ist schön. Was ist das? Ist das hier die Währung? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, lass mich doch endlich mal die Taste drücken, Mann. Nachforschung. Das Nachforschungsmenü zeigt den Fortschritt deiner Nachforschung und Fälle an. Nee. So ein Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn das Menü neue Informationen enthält. Fälle enthüllen. Um Fälle zu lösen, benötigst du Hinweise. Diese findest du, indem du Orte besuchst und Leute in der Welt hilfst. Ah, okay. Untersuche einen Hinweis, nachdem du ihn entdeckt hast, um mehr Informationen zu erlangen, die deine Nachforschung vorantreiben könnten. Fälle verfolgen. Wenn dein Fall verfolgt wird, werden automatisch dazu auf der Karte
auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Wenn du in einem Fall Fortschritte machst, bekommst du auch bei Basims Nachforschungen und in seiner Geschichte voran. So, das heißt jetzt... Bishi verfolgen. Und was ist das hier? Finde Nurs Kontaktperson. Nur hat den Bezirk Charis auf der Karte markiert. Und was ist mit dem? Bishi arbeitet am oberen Hafen. Okay, ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Hafen. Nahen Fall anzeigen. Moment. Hallo? Wieso konnte ich gerade nur mit dir sprechen? Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Okay. Nachforschung. Kann man das auch irgendwie hier raus machen? Weil das steht jetzt hier nämlich ziemlich blöd im Weg rum. Jetzt geht's weg. Okay. Animus Shop. Was interessiert mich jetzt der Animus Shop? Mann, ich will hier was sehen können, wenn ich hier eventuell was aufnehmen kann. Kann er mir noch irgendwas sagen? Nee, anscheinend nicht. So, jetzt ist die Frage, er ist nicht verfügbar. Wieso ist er nicht verfügbar? Karte, achso, das ist gar nicht die Karte. Historische Stätte. Ja, da die jetzt sowieso gerade da ist, würde ich sagen, setzen wir hier eine Markierung hin und laufen erstmal zu dieser historischen... Ist das nicht wieder... Das wollte ich gerade sagen, das ist doch wieder der Eingang. Kommt man hier... auch vernünftig raus. Ich glaube, da kann er nicht so, oder? Alter, was machst du hier gerade? Ja. Du sollst... Ja, so geht's auch. Keine Ahnung, was er hier gerade macht. Nicht das, was ich hier vorgebe, aber so geht's natürlich auch. Spring einfach. Los, Feigling. Ja, kann dir helfen. Der war ja gerade nicht verfügbar. So, Moment. Wie komme ich denn jetzt da rein? 11 Meter. Ist das da oben hoch oder was? Ach, das ist tatsächlich da oben. Ah, das ist ja doof. Komm ich da jetzt wieder hoch? Er hatte doch gerade einen Strahl hier oben. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Oder ist das doch unten drin? Ja. Hm. Ich habe keine Ahnung. Verschaffen wir uns einen Überblick. Genau, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Haben wir hier noch irgendwie eine Markierung? Da hinten ist Gold. Das ist aber jetzt gerade nicht das, was ich jetzt unbedingt haben muss. Nein, geh doch einfach mal. Diese Markierung, die habe ich nämlich eben gesehen. Aber anscheinend ist das doch drinnen. Hm. Wie neues Gebiet entdeckt. Ich bin doch nur hier stehen geblieben. So, Moment. Ich geh mal eben hier wieder rein. Also irgendwie scheint das ja doch hier unten drin zu sein. Wo ist hier? Hopp, geh runter. Los. Irgendwo ist hier irgendwas mit dieser historischen... Ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Kann man hier irgendwo hoch? Dann kann man da hinten hoch? Nein, ne? Ah, Moment, Moment. Haha, haha, ich habe gesehen, da ist noch eine Schräge. Da können wir noch hoch. Meine geübten Augen übersehen solche Sachen gerne. Da! Sehr schön. Wieder ein Kodex. Okay. So kann man hier drin eigentlich nicht laufen. 2 von 13 hier in der Stadt.
Lalalala, lass mich doch einfach laufen. Das geht viel schneller. Können wir hier eigentlich auch raus? Ja, ne? Hier haben wir nix. So, dann würde ich sagen, wie machen wir das jetzt am besten? 180. Achso. Oh. Dieses Orange, das triggert mich irgendwie. Jedes Mal denke ich, dass mich da einer entdeckt hat. Okay. Wie kriege ich jetzt nochmal meinen... rechts lange gedrückt halten. Okay. So, schreibe ich mal eben auf. Tier, damit ich mir das besser merken kann. Wo ist denn jetzt... ja. Gerade war der Fall noch da, jetzt ist er weg. Wollt ihr mich hier veräppeln? Er war aber in diese Richtung, meine ich. Vor uns kann sich nichts verstecken. Genau. Zeig mir den Fall nochmal. In welche Richtung ist er? Musiker. Wie Musiker? Hä? Okay. Und zeigt er mir jetzt die ganze Zeit diese goldene an? Moment. Einmal drehen, bitte. Einmal drehen. Da hinten ist der Hafen, oder? Ist dieses weiße? Rätselhafte Scherben. Okay. Das hier wird wohl unser Ziel sein, nehme ich mal an. Und wo sind wir jetzt? Das habe ich jetzt vergessen. Aber ich glaube, links von uns ist das, oder? Moment, jetzt steht er schon wieder komplett anders. So, da hinten ist eine Truhe. Ah, ich muss zugeben, ich habe noch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich auch nirgendwo jetzt was gesehen hatte mit Markierung oder so. Oberer Hafen. Finde Beschi. War das der Beschi hier im oberen Hafen? Heißt das, ich komme dem jetzt näher oder ist das schlecht, wenn ich da hingehe? Sperrgebiet, achso. Okay. Und warum kann ich jetzt... Nein. Warum kann ich jetzt... Ah, jetzt. 50 Mal drauf gedrückt, aber Hauptsache es funktioniert nicht. Okay, da ist ein Typ. Was ist das hier mit der Musik hier eigentlich? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber den Typen sehe ich jetzt gerade nicht. Eine Kostprobe unserer Musik gefällig? Wachen ablenken. Okay, also mit denen scheinen wir jetzt hier die Wachen ablenken zu können. Ach, hier, wo die Truhe ist. Ja, genau, die Truhe. Daran erinnere ich mich. Das war nicht so gut. Weil zu weit. Ja, da solltest du eigentlich nicht hin. Lass doch mal los. So, Moment, da hinten ist der Hafen. Weiß auch nicht, warum das immer... Okay, hier ist Sperrgebiet vom Hafen. Nehmen wir jetzt halt hier rum. Ich glaube, hier sind wir auch hergekommen, ne? So, Moment. Da ist der Typ, der singt. Dann ist das Gebäude hier oben, glaube ich. Oh, mein Gott. Sein, der da seine Männer anheizt. Bist du Beschi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür?
Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Ja, befreie die Aufständischen. Und schon wieder stehe ich vor der schier unlösbaren Aufgabe, dass ich nicht weiß, wo die sind. Doch diesmal werden sie mir angezeigt. Gut, das wiederum... Sei meine Augen, Guido. Aber so richtig anzeigen? Aber das ist dann doch hier, ne? Wo wir eben drin waren. Oder wie? Oberer Hafen, 5 Meter. Da sind mehrere Positionen, so wie es aussieht. Okay. Naja, gut. Okay. Ja, wir kennen das Spielchen ja jetzt. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Was ist das denn da unten? Es bewegt sich so komisch. Aber gut, wir wissen ja jetzt schon mal, wie wir hier durchkommen. Das heißt, wir werden jetzt nochmal auf den gleichen Weg da reingehen. So. Das sind aber, glaube ich, hier... Sind das diese Symbole? Ja, das soll bedeuten, dass die gefesselt sind. Das sieht nur so komisch aus irgendwie. Okay. Okay, okay. Geh doch einfach mal hier runter, Mann. Statt hier so doof rumzuhandeln. Alter, lass doch mal die Treppe los. Mein Gott. Oh, oh, oh. Wo kommt denn jetzt auf einmal her? Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich auch den mit dem Schlüssel brauchen, oder? Besser wäre natürlich, wenn wir die hier alle nach und nach ausschalten können. Oh, mach bloß kein Attentat. Ja, kein Thema. Ich jetzt dran. Du bist so dämlich, Asim. Ganz ehrlich. Ja, lauf bloß nicht weg. Schlag mit Bedacht. Jetzt wird das Fleisch gehackt. Oh, ey. Wie dumm muss man sein. Ich denke, man kann von oben auf die drauf springen. Was war denn das gerade für eine Aktion? Ach, haltet die Klappe. Oh, ich kann den ja wieder nicht angreifen, ne? Oh, jetzt auf einmal schon. Geh zum Anleger. Finde Beschi. Der will abhauen. Ich sehe es. Tschüss. Ich muss eigentlich hier hin. Und dafür brauche ich einen Schlüssel, so wie es aussieht. Hm? Ja, natürlich. Ach, ich hab's geahndet. Die Wachen können da auch nichts machen. So, da haben wir den nächsten, der ist da. Wo ist denn jetzt der Typ? Ah, da unten ist er. So.
So, jetzt haben wir den Schlüssel. Nein! Aber ich kann von unten rein, oder? Der geht da hinten rum. Kommt von rechts jetzt noch ein neuer? Nee. Boah, geh bloß nicht runter. Hey. So, lauf. Aus ganzem Herzen. Ich weiß, ich weiß. Neue Befehle. Ich stieß auf Probleme bei der Beschaffung von Arbeitern aus dem Westen. Bis diese Angelegenheit geklärt ist, werden wir kaum genug Männer haben. Für den Moment sollten daher alle Rebellen, die ihr abfangen könnt, verschont und inhaftiert werden. Ich werde mich um sie kümmern. Die Fähigkeiten unter ihnen werde ich einsetzen und mich ihrer später entledigen. Seid versichert, dass eure Entlohnung entsprechend höher ausfallen wird. Okay. Jetzt haben wir den nicht mehr. Das ist schlecht. Wo muss ich denn dann hin? Ich denke mal weiter nach links, oder? Hi. Im Kampf, nicht im Spiel, bin ich irgendwie total schlecht, weil ich null ja, Kraft habe und nichts. Das ist grauenhaft. Wo komme ich hier nicht hoch? Nee, ne? Wieso kommt man hier nicht hoch? Oh, ist das euer Ernst? Das ist doch nicht wahr! Das sind so saudumme Idioten, ne? Aber die können sich 20 Mal mit der gleichen Person heilen. Hauptsache, dass man dann irgendwie stirbt. Das ist echt nicht normal. Komme ich da aber den Balken vielleicht mal nach oben, oder? Mit dem Netz hat es ja eben schon nicht geklappt. Scannen darf ich wieder nicht, okay. Hier komme ich auch wieder nicht mit hoch. Ah, jetzt auf einmal komme ich so hoch, oder was? Wollt ihr mich ja eigentlich verarschen? Doch, doch, ich helfe dir. Ja, natürlich hat das wieder nicht funktioniert. Willst du mich denn? Du lässt los, wenn es rot ist. Also normalerweise müsste der ja voll in den Kopf reinhauen. Aber natürlich funktioniert das nicht. Ach ja. So. Was ist mit dem anderen? Der steht so blöd da. Ja, weiß ich, weiß ich. Kann ich mich denn jetzt von hier vielleicht da rumhangeln? Moment. Hey. Du da. Wo ist dein Problem? Ich habe kein Problem, solange ihr euch nicht umdreht. Was? So,
Das war der letzte. Mein Gott. Nun zurück zu den anderen. Treff dich mit Bishi. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott, war das jetzt eine schwere Geburt. Alter. Spring einfach da runter, komm. Mein Gott. Also ich werde das für euch ein bisschen zusammengeschnitten haben, damit ihr euch nicht die letzte Stunde antun müsst. Das ist wirklich grauenhaft. Hier ist es aber gerade... Bleib doch mal stehen. Jetzt ist aber gerade keine Wache zufällig in der Nähe, oder? Ja, da hinten. So. Hallöchen. Ich soll mich mit dir treffen. Hallo. Ja, das ist ja geil. Und jetzt? Treff dich mit Bishi. Red mit mir, Junge. Hallo? Ist der verbuggt oder was? Och nö. Mensch, ich speichere mal lieber vorsichtshalber ab. Nicht, dass jetzt irgendwas passiert. Was ist hinten mit dem? Kommt der jetzt auch nochmal nach hier oder nicht? Ich weiß ja nicht, ob das deswegen ist, dass man mit dem nicht reden kann. Ich meine, warten ist ja offenbar kein gutes Mittel, weil ich habe da eben fast 10 reale Minuten hinten gewartet und der Typ hat sich einfach nicht weiter umgedreht. Also hat sich gar nicht mehr bewegt. Das ist ja hier scheinbar ein bisschen seltsam. Hm. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder, sollte ich heute nochmal mit dem Typen reden können, der jetzt gerade vor mir steht. Ja, also wie ihr seht, dieser Grat unten rechts ist nicht mehr drin. Dennoch kann ich ihn immer noch nicht ansprechen. Also ich habe jetzt eine ganze Weile hier gewartet. Der da hinten bewegt sich einfach nicht. Ich bin sogar schon dahin gegangen, wollte den ausschalten, aber der ist mit zwei Leuten da hinten drin, beziehungsweise da ist auch noch ein dritter in der Nähe. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich werde mich mal eben ausloggen und wieder einloggen und hoffen, dass sich das Problem dann erledigt hat. So, wir haben uns ausgeloggt und eingeloggt und endlich können wir mit ihm sprechen. Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag. Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. El-Hul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Feinde des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen El-Hul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu El-Hul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen. Meine Suche nach Ali geht weiter. In Shari könnte ich Hinweise zu seinem Verbleib finden. Ja, aber nicht mehr in dieser Folge, weil es ist so viel schief gelaufen. Wie gesagt, ihr kriegt nur die Zusammenfassung davon, weil es einfach viel zu lange gedauert hat. Es tut mir leid. Und es ist einfach zu langweilig, weil man musste immer wieder warten, bis man dann keine Aggro mehr hatte in dem Moment und wieder zurück konnte. Und ja, es war etwas nervig.
Hier gibt es jetzt erstmal einen schnellen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.